Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Mr. Prepper. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir werden mal schauen, was es heute so an Abenteuern zu erleben gibt. Neben dem täglichen Gehässel, was wir hier haben, um irgendwie zu überleben, wollen wir natürlich auch wissen, wie das Abenteuer weitergeht. Dieses Mal vielleicht dann etwas zielstrebiger mit Ü als beim letzten Mal. Eventuell müssen wir sogar nochmal wieder ein paar Sachen wiederherstellen, die wir aufgebraucht haben. So, was ist hier? Können wir das ernten? Wir können ernten. Wir können Salat ernten. Bei Salat weiß ich gar nicht, was wir daraus machen können. Und ich glaube, wir haben auch das Problem jetzt, dass das Inspektionsintervall erhöht wurde, weil wir so verdächtig waren. Sehr gut. Gucken wir doch einfach mal. Karottensuppe. Wieso können wir denn Karottensuppe bauen? Wir haben Salat geerntet oder nicht? Ach, wir haben beides geerntet. Okay. Dann holen wir mal Wasser ab. Das ist übrigens auch ein Punkt, der uns verdächtig macht, ne? Das ganze Wasser, was wir hier verbrauchen. Okay, damit wären wir überladen. Gemüsesuppe würde Rüben fehlen. Da kommt, da packen wir mal die Notrationen in den Kühlschrank. Was machen wir denn mit dem Salat? Können wir den nur so essen? Das sieht so aus, ne? Aber wir haben ja schon gesehen, es gibt ja noch ein neues Kochbuch. Das war jetzt komisch. Aber gut. Ich frage einfach. Ich gehe einfach dran, winkend dran vorbei und tue so, als wäre nichts gewesen. Ist die schon wieder da? Das ist doch die Blockwertin hier, oder? Ich kann sie mir sagen, was du willst. Handeln. Nancy. Was hätte Nancy heute gerne? Altpapier haben wir. Und dann hätte sie gerne mal wieder Regale und Tische. Also viel Holz. Und Sergey hat, guck mal hier, Holzpalette, 5 Holz, ist glaube ich egal, ne? Ist wirklich egal. Jetzt quatscht die mich schon wieder voll. Hä? Mir ist das Salz ausgegangen, könnte ich für etwas leihen? Ich habe kein Salz. So, habe ich jetzt irgendwas bestellt? Nee, achso, das ist das Geld, was jetzt reinkommt, ne? Salz. Das dauert ja dann auch ewig, bis das hier ist. Das lassen wir mal. Gourmet-Kochbuch. Sollen wir uns das mal holen? Wir haben ja 170. Da können wir auch das Salz kaufen für die Olle. So, Sergey. Paletten, mein Lieber. Und von der Erde will ich gerne ein bisschen was loswerden. Okay. Salatsamen, Rübesamen, Maissamen. Teppich. Gurkenkerne. Die Jägerin hat echt nur diese Sachen. Aber die kauft zumindest die Trophäen. Ich glaube nicht, dass wir noch was anderes brauchen. Und wenn, dann haben wir Pech gehabt. Dann müssen wir das halt nochmal, müssen wir nochmal jagen gehen. Ja, ich muss mal gucken, dass ich hier an den Briefkasten rankomme. Danke. So, was möchtest du? Du möchtest... Aber natürlich kann ich dir Salz leihen. Danke, Nachbar. Ja, bitte. War da ein Brief dabei?
Nee. Okay, das wäre das. Dann gucken wir mal. Wie schön ist das? Das ist das Kochbuch. Aha, guck mal. Rübensuppe in der Dose. Hier können wir also die Sachen einlegen, dann werden die haltbar. Oh, das ist gut. Pilzsuppe, Gurkensuppe, Tomatensuppe, perfekt. Haben wir die denn jetzt auch im... Muss ich das Kochbuch immer anwählen dann, oder was? Ja, dafür können wir den Salat gebrauchen. Kimchi. Salat, Salz kaufen. Alright. So. Okay. Was haben wir zu verwerten? Wir gucken mal. Paletten. Und hier wieder Dosen. Was habe ich jetzt gerade gesehen? Wir können das Geld auch für Metall zerlegen. Ach, große Box, da sehen wir, was beim letzten Mal fehlte, oder wie? Und können das dann da wieder hinbauen? Oder wäre der verdächtig, oder was? Keine Ahnung. Herb, Lampe. Okay, was wollt ihr jetzt haben? Tische und Stühle, ne? Was kauft die noch? Altpapier, ein Topf. Nee, Regal und Stuhl, okay. Regal und Tisch. Ich muss schon wieder ein Nickerchen machen. Das finde ich jetzt aber etwas belastend. So, Regal. Das ist das Problem, wenn wir nie ausgeschlafen sind und dann am Arbeiten sind. Dann dauert das alles doppelt so lange. So wurde es uns ja auch erklärt. Gut, dann verkaufen wir mal schnell. Aber cool, ne? Das mit den Rezepten finde ich cool. Da haben wir jetzt wirklich dann für alle möglichen Sachen... können wir da jetzt mehr rausholen und können uns bei Serge direkt nochmal nachliefern lassen hier. Und dann gehen wir schlafen. Tja, und dann müssen wir mal gucken, Gurkensamen und so, da müssen wir Hochbetten bauen. Vielleicht ist das an der Zeit, dass wir jetzt mal die Werkbank aufbessern. Was war das? Briefträger wird vermisst. So, das ist geplant, wann der vermisst wird. Okay, verstehe. Natürlich, warum frage ich auch? So leicht verwirrt. Die mir doch denken können, ist doch offenkundig. So, wir haben ganz schön Hunger. Dann essen wir mal einen Salat, eine Feldration. Dann essen wir mal den Rest vom Salat. Nicht. Eine Suppe. Gut. Und da ist der Briefträger. Ja, Werkbank aufrüsten. Ich glaube, da werden wir ganz viel von den... Was für ein schönes Wetter. Ja, natürlich. Werden wir ganz viel von den Basismaterialien brauchen. Was will die denn schon wieder? Kate? Hallo Nachbar. Ich hätte das hier für Sie. Ach, das ist nett. Ja, wir haben ihr Salz geliehen und dafür kriegen wir eine viel wertvolle Gemüsesuppe zurück. Das freut mich natürlich. So, zum Aufwerten der Werkbank benötigen wir Metall, Holz, Stein. Oh, ob wir das wohl hinkriegen mit den Sachen, die wir jetzt von Sergei bekommen haben? Wir schauen mal.
Nee, uns fehlt noch Metall, ne? Wo kriegen wir denn Steine her? Aus der Mine, hä? Was möchte sie denn heute haben? Wieder einen Schrank? Okay. Sergio, wie sieht's denn aus mit Metall? Kannst du mir da irgendwie... Nehmen mal die. 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 Handeln mag ich offenbar. Kommt mir bekannt vor. Die Fässer sind übrigens verdächtig angeblich. Dann würde ich sagen, wir reisen mal kurz zur Mine, während wir auf die ganzen Sachen warten. Alte Mine Entrance. Da waren wir nämlich zuletzt stehen geblieben. Vielleicht gibt es ja hier die Steine. Und da sehen wir auch schon wieder den Suspicious Guy. Und das Ding hier ist kaputt. Verdammt! Er ist schon wieder nicht zu gebrauchen. Warte, wer ist da? Entschuldigung, das hier ist ein Sperrgebiet. Entschuldige, aber ich bin harmlos. Aber von wem gesperrt? Von der Agentur? Ich habe keine Schilder gesehen. Nein, nicht von der Agentur. Es ist, warte, du siehst anders aus. Also, nicht... Also, anders als die anderen Leute hier, meine ich. Deine Augen scheinen präsent zu sein, wenn du redest. Vernünftig. Wer bist du? Ah, die Leute nennen mich Prepper. Ich bin ein Hobby-Handwerker, könnte man sagen. Ich weiß, dass das eine Mine ist und ich würde gern hinein. Ich helfe einer lokalen Kräutersammlerin und ich bin hier, um bestimmte Organismen zu sammeln. Okay, ein Handwerker also. Ich bin Bob und ich hätte einen Vorschlag für dich. Wenn du mir bei etwas hilfst, was uns beiden nützt, lasse ich dich rein. Das hier ist der Aufzug, der uns einfachen Zutritt zu allen Ebenen der Mine verschafft. Klingt gut, oder? Naja, bis auf, dass dieser Schrott schon wieder kaputt gegangen ist. Repariere ihn und ich lasse dich in die Mine. Ein Aufzug. Mal sehen, was ich tun kann. Hoffen wir mal, dass du eine gute Seele bist. Dass du die gute Seele bist, von dem erzählt wurde. Ja, natürlich bin ich das. Wenn unsere Zusammenarbeit funktioniert, werde ich natürlich auch super freundlich sein. Okay. Wir können nicht aus der Mine raus. Okay. Sind das Viecher, die ich angreifen muss? Sieht fast so aus. Reparieren. Was brauchen wir denn? 10-mal Metall. Ach, das ist doch kein Problem. Holz, Metall. Jetzt wollten wir gerade so viel Metall sammeln für die anderen Sachen. Oh Mann. Aber wir haben ja bei Sergi haben wir ja auch nicht bestellt. Funktioniert. Also das alte Ding ist absolut uralt, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Na wunderbar, nun, wenn du mich entschuldigst, ich muss einige sehr wichtige Sachen in der Mine überprüfen. Okay, Bobs Haus. Bob hat auf jeden Fall Rückenprobleme. Ich weiß nicht, ob die uns angreifen. Ich hole einfach mal meinen Prügel raus. Die Antwort ist ja. Was ist das denn hier? Stein. Inspizieren. Klobig und schwer, aber es lohnt sich, ihn mit nach Hause zu nehmen. Und aus... Ah ja, wir sind eh überladen. Okay, dann gehen wir wieder raus. Aus einem Stein machen wir dann offenbar... Och, das ist ein alter... Aber das ist so süß. Immer. Hoch. Aus einem Stein machen wir 5. Das heißt, das würde ja passen. Okay, keine Ahnung, was uns das sagen soll. Ich glaube, da können wir dann von Hand einstellen, wo wir hinwollen. Benutzen. Da haben wir nämlich jetzt die fehlenden Steine, die uns noch fehlten für was auch immer, die noch fehlten. Ich habe schon wieder vergessen. Ich bin so verwirrt manchmal. Ich habe auch die letzten Wochen echt so viel Drama und Gedöns gehabt. Können wir uns momentan eh nicht mit beschäftigen mit den Sachen in der Post. Jetzt erstmal die Steine zerlegen. Ach, für die Werkbank, genau. Guck mal, Holz haben wir dafür genug.
Dann brauchen wir jetzt noch Metall. Was braucht sie denn schon wieder? Das ist aber auch ein Stress hier in diesem Spiel. So. Ja, was ist? Hallo. Hallo Nachbar, wie geht es Ihnen? Hallo. Wussten Sie, dass Miracleville County eine der vielfältigsten Landschaften in den USA hat? Nicht, dass ich jemals das Bedürfnis hätte, die Stadt zu verlassen, aber es ist wirklich bemerkenswert. Aha. Ja, auf Wiedersehen, Nachbar. Ist ja blöd, ne? Manchmal ist die halt nützlich. Die Olle. Machst du nix. Würdest du mal bitte jetzt hierher... Hallo? Der Typ ist eigentlich auch manchmal anstrengend. So, zerlegen. Warum gehst du nicht zur Werkbank? Mann! Alles muss man selber machen hier. Da haben wir auch gut eingekauft bei Serge, sehe ich gerade. Trotzdem ist es nicht genug. Da wäre jede Menge... Jede Menge Material verquast. Machen wir eben kurz ein Nickerchen. Wir müssten bei Sergei dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen Metall nachbestellen. Der hat ja Gott sei Dank rund um die Uhr geöffnet, so wie scheint. So, gucken wir mal. Sergei, mein lieber Freund, was geht? Idinakui. So und so. Oh, der hat schon drei Sorten jetzt. Muss das? Einmal Metall, einmal Plastik. Das wäre auch nicht schlecht. Schauen wir mal. Können wir eigentlich die Briefe verwerten zu Altpapier? Scheint mir alles so mühsam. Und dann frage ich mich natürlich, weil das war jetzt, das wäre dann das Erste, was wir jetzt auch wirklich richtig neu sehen. Es war ja in der Beta noch nicht drin oder in der, keine Ahnung, wie das jetzt wirklich hieß. Diese Sachen konnten wir noch nicht machen. Also die Werkbank aufwerten auf das neue Level. Mal gucken, was wir da herstellen können. So, das will ich ja noch zerlegen. Dann gehen wir noch eine Runde essen. Ah, das wird nicht reichen, okay. Dann essen wir nochmal eine Kriegskonserve und dann gehen wir schlafen. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir die Werkbank updaten und mal gucken, was wir dann Feines herstellen können. Außerdem ist heute der Briefträger vermisst. Gut, dass wir die Sachen noch von Serge bekommen haben. Euch ein schönes, einen schönen Abend noch oder guten Tag. Ich freue mich auf eure Kommentare wie immer. Danke für eure Daumen und die Kommentare und die Abos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.